Party geholt und es geht los hier im Monumental. Vor vielleicht 40.000 Besuchern, etwa halb gefüllt hier diese Riesenschüssel nördlich des Tempi von Ajax Amsterdam. Und die erste Möglichkeit für Südafrika. Durch ihn hier, Quinton Fortune. Und das ist Torwart Hans Wonk in seinem zweiten Länderspiel. Ortega kam da einen Schritt zu spät, aber schöne Aktion, Trainer. Schauen wir erstmal, was die Südafrikaner hier machen. Arnold, wir haben heute noch mit ihm gesprochen. Während hier die erste große Möglichkeit für Argentinien uns fast ein bisschen überrascht hätte. Diego Simeone, der Kapitän. McCarthy mit der 17 immer noch. Ja, der kann auch alleine eine Abwehr schwindelig spielen. Hat er gut gemacht. Ja, da sind die Argentinier überhaupt nicht einverstanden mit solch einem Einsatz in einem Freundschafts-, in einem Testspiel. Die gelbe Karte gab es dafür Mazinga. Ja, aufgepasst da hinten. Gute Möglichkeit für Benny McCarthy wieder. Da haben wir ihn, Daniel Passarella, das Geburtstagskind. Und Batistuta, vielleicht seine erste Chance. Klasse gedacht. Ja, sie werden da wirklich früh attackiert. Ortega ist ja auch einer, der da überhaupt nichts gern hat, wenn man ihm so auf den Socken steht. Ferron. Naja. Also die großartigen Torgelegenheiten, die hat es hier in diesem Spiel noch nicht gegeben bislang. Und das Bällchen läuft gut bei den Südafrikanern. Brandon Augustin war das. Den Zuschauern aus Österreich für den durchaus auf einen gefährlichen Gegner gefallen. Lopez. Ja, da hat er seine Gefährlichkeit mal angedeutet. Ganz schnell geht das. Schauen Sie mal. Schwupp und... Nächste Chance für die Südafrikaner. Und wieder war es Mazinga. Der Mann aus Bari. Sehr kopfballgefährlich. Burgos. Na, da sind doch Lücken. Wieder Burgos. Und jetzt holt er sich das Selbstvertrauen auch noch selber. Der Schuss von John... Machu. Ja, Hernan Burgos, der hat da mehr zu tun, als ihm eigentlich lieb sein dürfte, auch wenn es nur ein Freundschaft ist. Darf mit seiner Abwehr nicht zufrieden sein. Die Möglichkeit für Batistuta. Ja, bislang war von ihm nichts zu sehen. Ihn suchen sie Ortega. Zanetti, der Mann von Inter Mailand, nach wie vor haben da viel zu viel Platz im Mittelfeld und der Hernan Burgos, weiß ich nicht, ob er da noch dran gewesen wäre, bei dem Schuss von Fortune, der mir ausgesprochen gut gefällt. Hat. Erst im Endspiel gab es ein 0:2 gegen Ägypten. Und nach dem Foul von Almeida einen Freistoß. Ferron. Ui. Hans Wonk steht goldrichtig bei dem Kopfball von Batistuta. Seine Lopez, der ist schnell, aber nicht schnell genug. Immer wieder für die Südafrikaner. Burgos. Wieder war Benny McCarthy beteiligt. Einer der auffälligsten in diesem ersten Durchgang. Anetti mit dem Zug zum Tor. Durchgang ist beendet. Bislang ein eher enttäuschendes Spiel. Und es beginnen die zweiten 45 Minuten. Möglicherweise bei Paris Saint-Germain.
Hans Wonk weit aus dem Kasten. Gegen Lopez. Hinterhalten in der Abwehr. Schön gemacht von Lopez. Und der Ball ist drin. Und wer macht das Tor? Natürlich der Mann mit dem Spitznamen Batigol. Gabriel Batistuta. Einer der vielleicht besten Stürmer auf der Welt. Und im Moment auf jeden Fall einer der erfolgreichsten. Ortega. Ja, eine Abseitsentscheidung, die hier nicht unbedingt auf Zustimmung stößt. Weder bei den Spielern noch. Aber jetzt. Veron. In der Mitte Lopez. Völlig frei. Klaren. Ja, Ortega. Almeida. Eigentlich seine erste Aktion in diesem Spiel. Roberto. Entschuldigung. Matthias Almeida. Schnell mal ins Auge gehen. Auch wenn es hier nur ein Testspiel ist. Passt. Schon ungewöhnlich. Burgos. Er macht der Saison fast als Meister fest. Ja, das ging alles sehr schnell. Hin mit der Nummer 2. Ja, ein bisschen halbherzig, wie sie da angreifen. Bei dem Schuss von Felles. Fußballspiel, also folgte auch eine Sperre. Und es gibt nur noch ein Testspiel, das die Südafrikaner bestreiten. Also dürfen wir uns freuen, wenn er gleich reinkommt. Abseits. Sofort war die Fahne wieder oben. Und dass der mir da keinen Tennisarm bekommt, der Mann. Fleißig. Aber der Ron Buckley. Kleine Demonstration seiner Schnelligkeit. Benny Mecca. Ja, die Abseitsfalle diesmal umgangen. Zumindest im ersten Versuch. Jetzt vielleicht nochmal. Zanetti. Zanetti macht es. Und Lopez trifft nur den Pfosten. Unglaublich. Und Batistuta mit Claudio Lopez. Achtung, Achtung. Burgos lässt sich da nochmal feiern. Ja, das wäre es hier noch gewesen. Nochmal Lopez. Nochmal Ortega. Und er macht das 2-0. Ja, er krönt eine eigentlich unglückliche Vorstellung. Viel war von ihm nicht zu sehen, ich habe es gerade gesagt, aber hier in der Schlussminute Ariel Ortega mit dem 2-0. Also ein bisschen Argentinien gegen eine durchaus nicht schwache Südafrika.